Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute, Leute, sind wir zurück in Minecraft Erebos, beziehungsweise im Moment in der Welt von Minecraft Revival, aber das vermutlich auch nur noch heute, Leute. Denn jetzt wird sich entscheiden, wer von uns sich opfert, um das Segment zu bekommen. Das wird eine schwierige Entscheidung, Leute. Also wirklich. Übrigens, wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, Leute, guckt sie auf jeden Fall nach. Dass alle Folgen, die jetzt kommen, werden eigentlich wichtig fürs Finale. Und dann natürlich auch für den Nachfolger Minecraft Omen. Leute, den Namen hatte ich ja schon released. Das Projekt wird ultra cool. Das kann ich euch versprechen. Der offizielle Nachfolger von Minecraft Erebos. Leute, hier haben wir die ganzen Steine und hier auch noch den Teleporter. Ich frage mich auch, wann die anderen kommen werden. Leute? Leute, ich gehe mal gerade nach denen gucken. Oh, Leute, da sind sie. Und gerade klingelt hier das Telefon. Okay, Leute, wir treffen uns ja auf den Inseln. Jetzt hör auf zu klingeln, Mann, Telefon! Leute, es tut mir leid, dass das Telefon klingelt. Es nervt. Stopp! Halt deinen Mund, Telefon, Telefon, stopp! Stopp! Leute, ich hasse Telefone, ne? Wisst ihr? So, okay, wir treffen uns hier. Schön, dass ihr alle kommen konntet. Kein schöner Anlass so an sich. Hi, schreibt Star. Oh Gott, das wird wieder lustig. Hi, mit Herzchen von Dana und LP Planet schreibt hey. Boah, Leute, das wird wieder wahrscheinlich total kompliziert. Dann geht's wohl los. Ja, das gehe ich auch so. Also, ja. Was also? Wir müssen die Steine nutzen und du bist ja die Expertin. Du hast schon mit denen geschnipst und so ein Riesending gemacht. Deswegen solltest du vielleicht erklären, wie du es damals gemacht hast, Dana. Leute, weil Dana weiß ja, wie es geht, ne? Wie nutzen wir die Steine? Ja, das schreibt ihr beide. Dana, du solltest am besten wissen, wie du es da, wie du es nutzt oder wie man es nutzt. Ich? Oh, ja. Ja. Deswegen fände ich, du wär dann, ne? Sonst hätten wir ein kleines Problem. Wie nutzen wir hier diese ganzen Steine? Und warum sind die so dunkel in den Händen? Also, ja, du XC. Ja, ist da. Schieß los. Ja, wollte ich auch gerade sagen, schieß. Oh Mann, ich hasse es, dass so viele reden, Leute. Okay. Eigentlich habe ich mir nur vorgestellt, was ich will, und die Steine haben es gemacht. Das klingt wirklich, wirklich einfach. Ah ja. Ja, ist ja easy. Das sollte klappen. Ja, ist die Frage, wer von uns es macht. Ganz einfach. Ja, ich sollte es machen. Also, wer macht es von uns? Ich bin der Meinung, dass ich es machen sollte, weil ich hier. Ja. Weil ich könnte da. Ja, ich sollte es machen, schreibt Dana. Ich mache es auf jeden Fall, schreibt LP Planet. Und ich sollte es tun. Ja, toll. Jetzt sagen wir alle, dass wir es tun sollten. Super. Jetzt müssen wir uns einigen, wer die nutzt. Ich hab sie, also nutze ich sie, ne? Simsalabim, schnick, schnack, schnuck, oder? Ich hab schon Erfahrung damit. Ey, Leute, das ist so ein mieses Argument. Ich habe schon Erfahrung damit. Ja, leider. Ja, das war echt nicht schön, dass du die Erfahrung damit hast. Das stimmt. Also gib sie her, okay. Tu es bitte nicht, schreibt Dana, wirklich, du musst das nicht tun. Ich kann es beispielsweise auch tun, du musst es nicht tun. Denke ans Risiko, schreibt der Epiplin. Ich kenne das Risiko. Jetzt Telefon, hör auf, es wird gerade hier. Es gibt bestimmt einen anderen Weg. Ja, Dana, bitte, überleg es dir wirklich, wirklich, wirklich gut. Bitte. Ich habe viel zu viel Böses getan. Okay, ihre Entscheidung. Das ist jetzt nicht hilfreich. Aber ich beurteile Menschen nicht nach ihren schlimmsten Fehlern, Dana. Wirklich nicht.
Das tut hier niemand. Niemand tut das. Wirklich. Das macht einen Menschen nicht nur aus. Genau. Ich will es gut machen. Du musst nichts gut machen. Du bist doch wieder gut geworden. Wir haben es ja gut gemacht. Wir müssen nur Erebos vernichten. Du bist gut. Das reicht. Ja, danke. Sinnvoll. Du standest unter Erebos Gebahn. Es ist mein Wunsch. Ja, aber... Dana, bitte nicht. Nein. Du... Leute. Dana wird dabei draufgehen. Ja, ich weiß. Schwester. Na... Leute, mir ist gerade voll kalt geworden. Leute, Dana kann nicht sterben. Die ist seit 40 Folgen ist sie jetzt dabei, quasi erst als Liebe. Wenn du mein, Leute, sie ist seit 40 Folgen dabei und sie stirbt schon. Gut, sie war auch noch Erebos, die 40 Folgen dabei. Also kennen wir sie schon 80 Folgen. Boah, ach du Kacke, 80 Folgen. Dann, ne. Leute, sie ist gerade erst lieb geworden. Ist jetzt genauso lang lieb, wie sie böse war. Unser Vater, wenn du unseren Vater siehst, erzähle ihm, dass ich auch gut war und ihn liebe. Ich werde es tun, keine Sorge. Stimmt, Leute, wenn wir nach Timestorm reisen, sehen wir vielleicht ihren Vater. Er ist da, also auch schon traurig. Leute, mir kommen gerade... Und Planet Clone. Ach Leute, wer kennt ihn nicht, den Planet Clone? So richtig straight angesprochen. Star, es wird alles gut. Wirklich. Aber Leute, guckt euch dieses liebe Gesicht an und sowas. Das kann nicht einfach weg sein. Bleib bitte artig, sie braucht dich. Du kannst mehr als du denkst. Ich... Ja, Gesundheit. Entschuldigt, Leute. Ich muss genießen. Ich danke für alles. Ja, echt. Was? Bleib bitte artig. Sie brauchen nicht. Du kannst mir halt so denken. Ich danke für alles. Und Planet mit Herzchen. Oh Mann, Leute. Oh, Niesen macht es gerade nicht besser, weil ich jetzt die Augen voller Tränen habe. Ja. Leute, irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß, was jetzt kommt. Sag schon, es sagt da. Okay, jetzt weiß ich garantiert, was kommt. Ach, was soll's, ich liebe dich. Dana, bitte tu's nicht. Bitte. Mit einem Herz. Bitte, Dana. Bitte tu's einfach nicht. Benutze die Steine nicht. Ich sag mit einem lächelnden Smiley. Ey. Leute, mir kommen gerade die Tränen. Ich kann nicht mehr, ne? Ey, Dana, bitte. Du musst das nicht tun. Du kannst einfach die Steine weglegen und... Lauf, du kluger Planet. Dana, bitte. Wir können die Steine weglegen. Wir können Erebos irgendwie anders besiegen. Wirklich. Und vergiss mich. Ich werde dich nicht vergessen, Dana. Bitte. Bitte, nein. Dana, lass es. Dana, bitte tu es nicht. Oh Mann. Nein, bitte, Schwester, nein. Leb wohl, Leute. Dann mal los. Nein, Dana. Lebe wohl, danke für alles. Star schreit, nein. Dana? Du lebst. Hä? Sollte sie nicht eigentlich... Ihr wisst schon. Dana, du lebst? Ja, hä? Solltest du nicht tot sein? Ja, irgendwie... Leb wohl, was? Dana? Du bist doch noch nicht... Was? Nein! Nein, sie spielt bestimmt uns nur einen Streich, Leute. Das kann nicht sein. Leute, sie hat sich nicht verbuddelt. Warum kann das nicht ein Streich sein? Gott, wenn es nicht gibt, dann lass doch bitte Dana wieder leben. Was ist mit dem Segment? Das ist gerade nicht unser Problem. Sie ist für immer weg. Es hat mit den Steinen angefangen und aufgehört. Ja, das ist Leute.
Wofür gibt es dieses Projekt überhaupt, damit ständig jemand schimpft? Hat das jemand... Ey, Leute, scheiß auf dieses Kacksegment. Hier stirbt ständig jemand. Das ist doch nicht der Sinn hinter all dem. Oh, ich sehe gerade, dass ich das erste Segment habe. Toll! Wir haben das erste Segment. Dafür ist Dana draufgegangen. Super, Leute. Ist ja wundervoll. Es hat geklappt. Ja, schön, dass es geklappt hat. Aber es hat uns Dana gekostet. Dana. Wisst ihr, diese Blonde hier, ihre Schwester, eine Erinnerung an ihre Taten. Ich will keine Erinnerung an ihre Taten, ich will nur Erinnerung an sie. Und am liebsten würde ich sogar, dass sie hier jetzt steht. Dann können wir ja weiter. Sie soll sehen, wie wir ihrem Boss in den Arsch treten. Sie soll dabei sein. Und wir können nicht... Lass uns weiter nach Time zum Reisen. Und wo sind die Leute... Locker, sie hat sich vorgestellt, dass die Steine zurück sind. Einstein weiß Bescheid. Bis gleich. Nein, ihr bleibt jetzt hier. Wir können doch noch retten. Wir können die Planet-Steine wie... Arschlöcher. Sorry, Leute, das habe ich nie gesagt. Wir könnten jetzt die Steine holen und Dana wiederbeleben. Und dafür sterben wir dann, aber das ist egal. Dafür lebt jeder andere. Jeder verdammte andere Typ wird dann leben, aber nein... Dana opfert sich. Leute, das... Ich weiß. Es kommen nicht immer alle mit dem Leben davon, aber bisher war es immer so. Quasi ist nicht geschoben, wir konnten ihn zurückholen. Es ist bisher nur Links damals gestorben. Sonst ist wirklich nie jemand gestorben. Und jetzt ist Dana weg. Super. Was soll die... Leute, ich reg mich gerade zu sehr auf. Okay, Leute. Es geht weiter nach Timestore... Ich will diese Welt nicht. Okay, Leute, wir machen wenigstens noch ein Grab für Dana. Wir machen noch ein Grab für Dana. Anders als hier die anderen. Machen wir noch ein Grab. Das fällt nämlich auch nicht auf. So. Wir machen jetzt hier... Dana, in Gedenken an dich kriegst du meine Eisenbahnhose und einen Teleporter, weil es alles ist, was ich mit hab. Du wirst immer in meiner Erinnerung bleiben und bei den anderen garantiert auch. Leute, dann geht's wohl weiter nach Timestorm, ne? Yay! Okay, Leute. Nein. Leute, sowas darf uns nicht aufhalten. Wir müssen jetzt weitermachen. Dana soll nicht umsonst gestorben sein. Jetzt holen wir auch noch den Rest dieser blöden Kacksegmente. Und dann treten wir Erebos sowas für den Arsch dafür, dass Dana sterben musste. Leute, los geht's zurück nach Timestorm. Meine Güte, ich hab es satt, dass ständig irgendjemand stirbt. Erebos, wir kommen und holen dich. Ganz im Ernst, du bist tot. Leute, weiter geht's jetzt nach Timestorm. Los geht's.